Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Silent Hill Downpour. Es sind mittlerweile so viele Silent Hill Namen in meinem Kopf, dass ich manchmal ein bisschen durcheinander komme. Aber, ja, Downpour ist dieser Teil. Ach, shit, ich wollte mir gerade. Naja. Okay. Wir sind also außerhalb der. Waisenhauses und machen wir uns jetzt den Weg, ja, wohin eigentlich? Haben wir ein Ziel? Charlie! Charlie! Hold on, I'm coming! Charlie bit my finger. Charlie! Charlie! Ach Quatsch. Aber ich muss dich jetzt nicht bekämpfen, oder? Oh doch, ich glaube ich schon. Oh shit, ich glaube schon. Warte mal, Digga, ich habe hier. Genau. Wo ist die Axt? Dort. Dude, was soll ich denn machen? Alter, ja genau, du triffst mich einfach immer, egal wo ich bin oder was. Mach mal deinen Schlag jetzt. Okay, das hat ganz schön gesessen. Hat er mir einfach Schaden machen können? Was benutze ich denn jetzt? Hä? What? What? Und Slam! Das war seinen Tillen Downtour. Danke fürs Zusehen, wie ihr schon reingekommen. Macht's gut. Guck mal. What? You killed him. Wen you killed jetzt? The boogeyman. Doesn't matter. It didn't bring you back. Nothing can bring you back. Es ist häufig so mit der Rache. It's not your fault. I'm sorry. We were looking for freedom, and now we got it all. Oder irgendwie sowas. Nase ist schon wieder zu. Naja. Ja, 7:30 Uhr morgens. Ich habe mein zweites Bier heute Nacht auf. Ich habe da schon oft drüber nachgedacht. Ich verdiene ja zu, boah, bestimmt 95% mein Geld durch Nachtschichten. Und wenn du dann so um 6:30 zu Hause bist, wobei in letzter Zeit eher so um 8:30, und du dann dein Feierabendbierchen trinkst, ist das dann noch asozialer als sonst? Also jetzt nicht falsch verstehen, ich finde es jetzt nicht asozial, Feierabendbier zu trinken, sondern es ist einfach. Aber also ist es verkehrt? Morgens um 6:30
ein Feierabendbier zu trinken. Oder ist das egal, weil man war ja trotzdem die ganze Nacht wach. Also man war ja, ne? Also angenommen, man würde morgens um 6:30 seinen Schichtbeginn Bier trinken. Das wäre, glaube ich, schwierig. Ich glaube, ich habe meine Axt weggeworfen, oder? Ich habe meine Axt weggeworfen. Und meine Nagelpistole. Alles, was mir je wichtig war in diesem Spiel, habe ich weggeworfen. Oh, nee. Die Axt habe ich noch. Nice. Nee, aber ich habe gerade überlegt, ich bin jetzt 12 Stunden erst wach. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Die wievielte Folge ist das? Keine Ahnung. Was ist denn mit der Taschenlampe los? Wieso ist sie so rötlich? Ja, meine Damen und Herren. Kann man das als Sewers bewerten, wo wir gerade durchgelaufen sind? Ich fürchte ja, oder? Nein, Murphy, wo willst du nicht wieder in die Sewers? So gut waren die nicht. Nein, Murphy. Aber ich habe das Gefühl, die sind so kurz und so unaufdringlich gewesen gerade, das hätte keiner gemerkt, wenn ich's nicht angesprochen hätte. Murphy, ich will doch nur, dass du da weggehst. Wieso drehst du dich um und gehst die Leiter runter? Du hast doch sonst mal ein Problem mit Leitern. Jetzt geht einfach weg. Danke. Ich habe die gehasst, diese Vase. Deswegen musste sie jetzt weg. So, mal gucken. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ziele. Ich muss immer noch aus Silent Hill fliehen. Da oben. Wir haben aber noch kein neues Ziel. Okay. Oh, da kommt jemand. Hi, ne? Ja, Murphy rennt. Auch wenn es Murphy nicht so gut geht, Murphy rennt. Und da kommt noch jemand. An was erinnern die mich? Ich kenne diese Viecher irgendwoher. Murphy hat wieder keine Lust mehr zu rennen. Okay. Ich muss sagen, mir gefällt dieser Score sehr gut. Das ist... Musikalisch finde ich, ist das so das Beste, was in diesem Teil bisher war, oder? Oder übersehe ich, überhöre ich da irgendwas? Fehlt, habe ich was nicht im Kopf gerade? Ja, ist blöd, dass du dafür die Axt fallen lässt, Alter. Nee. Oh, lässt du doch nicht. Ja, geil. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, wir müssen auf jeden Fall, was zum Heilen finden. Sonst wird das schwierig. Oder habe ich was? Nee. Rechts drücken bringt nichts. Ja. Ach, scheiße. Ich hätte einfach trinken sollen. Okay, wo sind wir jetzt? Was ist das? Was ist das für eine Flasche? Noch so eine. Ich mag die Häuser. Ich mag, wie das hier atmosphärisch wirkt immer in den Häusern. Das ist so, das hat was. So eklig, düster. Finde ich ganz cool. Okay. Looks like this was a special place to somebody. Meet me there. I know a special place. Ah, eine Beerdigung. Das ist immer doof. Sie sind hiermit herzlich eingeladen zur Beerdigung von Allison Elaine Warden. Der Gedenkgottesdienst findet am 9. November 1999 um
11 Uhr statt. Irgendwie standen sie in Birmingham. Beerdigung um 19 Uhr auf dem Monroe-Friedhof. Okay. Sidequest, okay. Am Pier. Oder? Das Foto war am Pier, glaube ich. Dann können wir hier auch wieder weg. Okay. Ich soll. Okay. Das verstehe ich auch nicht. Warum sollte man Schutz vor dem Regen suchen? Also der schadet einem ja nicht. Man geht ja eigentlich nur in die Häuser, um Nebenquests zu finden. Die einem ja auch nicht wirklich was bringen. Wenn man nicht gerade Trophäen sammelt, so. Okay, ne. Shit, ey, ich kann nicht richtig rennen. Das ist. Ich kann nicht richtig reden. Oh boy. Guck mal, das sieht nach Pier aus. Ah, ja, ja, ja. Instinktiv richtig gegangen hier. Jetzt nur die Frage, wo soll ich das dann hier verstreuen? Wahrscheinlich am Ende, ne? Most likely at the end of the pier. Around here. Here. Maybe. Maybe here. Maybe. Vielleicht muss ich es auch direkt aus dem Inventar. Okay. Dort. Dort. Dort wird es sein. Dort, ich habe es ein Gefühl. Dort wird es. Nee, da kommen wir nicht hin. Okay. Vielleicht dort unten. Was kann ich da schon wieder aufheben? Was ist da? OZ, guck mal hier. Das ist was auch. Vielleicht soll ich mir das Bild einfach nochmal angucken. Nein, was? Wieso? Wieso? Wirft's einfach weg. Nimm nicht mal das Neue auf. Wirft's einfach weg. So, wir gucken uns das Bild nochmal ganz an. Nein. Mit dem ganzen Müll und so. Das sieht schon sehr nach hier aus. Aber wenn du mir hier keinen Trigger gibst, dass ich das hier. Ne, aufheben. Und aus dem Menü raus geht's ja nicht. Vielleicht da unten. Aber ich hätte jetzt gesagt, da hier, weil da ist ja auch nichts reingeritzt da, also. Nein, nein, nein. Keine Ahnung. Special places is Biggest Pier. Ist ja dann der da. Go to the biggest P.
spear and find a bench near the end of the of it. Das ist dann die Beleuchtete hier. Okay. Wir müssten jetzt zurück zu deren Haus, um diesen Code einzugeben. Hier steht aber auch, was man dafür bekommt, und es lohnt sich nicht. Nämlich einen Colt. Und wir würden für diesen Colt vermutlich die Flinte weggeben. Deswegen werde ich nicht zurückgehen und das machen. Aber ich möchte wissen. The East. East? Wir sind jetzt in den Westen, glaube ich, gegangen, ne? The East gibt's First Aid Kit. Das suchen wir ja. Halt, was war da auf dem Boden? So. Hier? Irgendwo soll hier das ist gar kein Schürhaken, das ist so ein Harpunenhaken. Wieso hängt da eine Kapuze? Wir müssen doch ein Boot finden, oder nicht? Hier das Boot von... Ja, seinen Namen habe ich schon vergessen. Dem Radio-DJ. Und das wäre doch an einem Dock. Oder was? Meet me at the docks. Hier komme ich nicht mal rein. Okay. Oh, hey Wolverine. Ich habe gerade keine Zeit, dich zu bekämpfen, Digga. Das geht gerade nicht. The storm is coming. It's getting worse. I don't know. I really don't know. Ui. Ui, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So eine Brücke. War in Silent Hill eigentlich immer was Gutes. Hat entweder was gefunden. Ah ja. Guck. Komm, irgendwo ein First Aid Kit, bitte. Oder ein Heiltrank. Erholungstrank? Wie hießen die Dinger? Halt irgendwas zum Heilen. What the fuck, Alter? Was ist das jetzt für ein krasses Labyrinth schon wieder? Aber rein akustisch und visuell würde ich behaupten, wir nähern uns dem, wo wir hin sollen, oder? Das ist ja ein eindeutiger Indikator für du bist richtig. Zumindest interpretiere ich das gerade so. Und ich interpretiere es anscheinend falsch. Geil. Halt, was? Inventar öffnen? Warum? Wofür? Wo hier? Und denn? Ach, die Kerzen. Ja, aber ich habe ja keine Kerzen. Aber hier müsste man Kerzen hinstellen.
Harmonie Teil 2. Oder? Wahrscheinlich wieder ein Sidequest-Teil, was ich für irgendwas gebrauchen könnte. Keine Ahnung. Ich vermute, wir müssen die Bridge crossen. Sonst, also das ergibt für mich gerade Sinn. Ich, also insofern, dass es halt was ist, was man machen kann. Das knallt halt am dollsten. Auf so leeren Magen. Wann habe ich gegessen? Gestern Abend um 10 oder so? Wäre nicht die beste Idee, jetzt ein Bier zu trinken. Nein, nein, nein. Oh nein, nein, nein. Oh nein, nein, nein. Ist er das? Ambrose? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es versucht zu verdrängen. Oh Gott, das sind zu viele. Dieser Trevor? Travis? Keine Ahnung. Ich kenne noch alle Namen. Harry, James, Heather. Wie ist er denn im vierten? Im vierten hieß der Typ, den wir gespielt haben. Ich weiß es nicht mehr. Im fünften, beziehungsweise in Origins, müsste es dann Trevor oder Travis oder irgendwie so gewesen sein. Endlich mal ein neues Fahrzeug. Im fünften war es Alex Shepard. Also in Homecoming. Und danach haben wir ja Shattered Memories gespielt, wo wir wieder als Harry Mason unterwegs waren. Something change? Meinst du? Aber jetzt sind wir hier als er hier. Murphy. Krass, wie ist er denn im vierten Teil? Wer weiß es noch? Ohne nachzugucken. Ich habe das Gefühl, dass hier ist auch wieder komplette Zeitverschwendung, weil ich nicht raff, was ich machen soll. Oh Mann, ich brauche was zum Heilen. The Room. Wie hieß der Typ? Was weiß jeder? Was habe ich gemacht? Jeder weiß was? Oh Gott, weiß das jetzt jeder? Keine Ahnung, mir fällt es nicht mehr ein. Ist ja auch egal. H.
Holy Chaos. Lasst mich in Ruhe. Ich will doch einfach nur hier durch. Nee, 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 nee. Ah, ah, ah. Das sieht gut aus. Guck doch mal. Ich bin halt auch echt kacke mit Namen, ne? Ich vergesse manchmal... Mann, eigentlich wollte ich das als Witz sagen, aber jetzt fällt mir gerade ein. Mich hat gestern eine Aushilfe... Ne, warte mal. Ich hab doch hier einen Schlüssel. Da, da, den Kurzschlüssel. Mich hat gestern eine Aushilfe gefragt, wie ich denn heiße. Und ich so, weiß ich nicht mehr. Nenn mich Chef, ist okay. Ne, weil die haben mich immer Chef, die nennen mich immer Chef. Ich bin ja nur mal die Chef. So, dann irgendwann hatte ich denen meinen Namen gesagt und dann hat er mich gestern nochmal gefragt, wie ich denn heiße. Und dann, alles klar. Bin ich jetzt Boss. Hugo Boss. Ja, ernsthaft. Did you really think it could end like this? After everything you saw back there, everything we've been through, you think going back to prison is all that's at stake here? We're not going to Wayside. What are you saying? Turn the boat around. Henry Townshend. Are you out of your mind? We're free. When we reach the opposite shore, I'll go one way, you can go the other. It's that easy. We've got unfinished business, you and I. I have no idea what the hell you're talking about, and honestly, I don't care anymore. There is no way in hell I'm going back. It wasn't a request. We've both just been through hell. Haven't you been paying attention? No, you haven't been paying attention. You think this is all an accident, just a big coincidence? This town, it knows me. Oh, fuck. It showed me things. Answer. It wants me to finish this. Don't you understand? It'll never let us go until we finish what we started. What you started. I told you. I'm not going back. You might as well shoot me. But I can't. Fine. Also, Flashback. How's it going, Murph? Heard you're gonna be leaving us soon. What do you want, Sewell? You weren't thinking of leaving before you paid back my favor, were you? Napier. What am I talking about? Of course you're gonna keep your end of the deal. You're a real stand-up guy, Murphy. Parole report says so right there in black and white. A model prisoner, right? Sure would be awful if they found out about what you did to that child buggering bastard, though, wouldn't it? I mean, shit. That would ruin everything, wouldn't it? What do you want me to do? What you're good at, of course. Ridding the world of monsters. I got another one for you. Who is it? Don't worry yourself about the details, Cupcake. Just take out the garbage like you did before and we'll be square. When? There's gonna be a little disturbance tonight. The other guards and me are gonna have our hands full, so no one's gonna notice when you head down to the showers and find your guy waiting there, just like last time. And then? Oh, I think you know what comes next. Unless, of course, you're thinking of breaking our deal. And this other guy? He deserves it? Oh, Murph, you have no idea how bad he deserves it. Hell, I only wish I could do it myself. So, what do you say, Cupcake? You gonna play ball? I'll take care of it. Born free. Weil Murphy nämlich doch ein blutrünstiges Arschloch ist. Der hat Bock drauf.
Leute zu töten. Ja, und der Typ, den er dann gekillt hat, war jemand, der ihr nahe stand, vermutlich. Sie ist einfach mal so neben die Tüte gekotzt, aber klingt für mich am wahrscheinlichsten. Was auch am wahrscheinlichsten klingt, ist, dass die Folge vorbei ist. Deswegen werde ich sie beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wieder schon mal reingemacht. Ist gut. Boah, ja. Ich könnte so kotzen, ja. Ja, ciao.